So. Ich glaube, wir nehmen doch nochmal auf. Ja, tun wir wohl. Ja, einfach nur, weil hier war noch in den Hydroponik so ein kleiner Bereich, nämlich Sektor D, den wir jetzt gerade geöffnet haben. Und ja. Da bist du. Den wollten wir noch schnell zeigen. Da kommst du nicht durch. Ich weiß, aber da war noch ein Kern mit Naniten. Ah, okay. So, das sieht alles recht ungesund aus. Und noch eine neue Lok. Jetzt? Gleich. Erstmal die Kiste. Okay, kein Bock mehr, gib mir so einen blöden. Ja, einen geht's schlecht, warte, ich mach Ja. die einfach mal selber auf. Geht schneller. Ruhig. Gut, Wo war denn dann der? einmal. How about a nice hot bath, human? Muss nicht sein. Ach komm, wenn sie dich einlädt. Okay. Ist das wirklich Ui. heiß? Es ist heiß. Vor allem, weil ich einfach runter, weil ich einfach aus irgendeinem Grund zwischen die beiden Teile gefallen bin, ne? Hallo. Übrigens lang D, ne? Ja, da hinten. D war eben hier hinten durch. Wenn man hier schaut, da wo ich nicht durchkam, das eine Mal. So. Keep clear. Ja, warum wohl? Sauber halten. Ach ja, das Run Fest. Das ist Runfest. Jetzt muss ich dir hinterher hetzen. Und nicht mehr andersrum. Bisschen durch. Durch. In voller Geschwindigkeit brauche ich nur in der Mitte einmal zu springen und hüpfe dann gleich das zweite Fenster durch. Okay. Gut, dann abwärts. Ich kletter sogar Leitern schneller runter. Glaube ich. Okay. Ach so, ja, der Code. Gibst du einen? Klar, hört mal. So. 22766. Auf mysteriöse Weise ist hier gerade eine Ampulle reingekommen. Naja. Wo? Verstanden. Weitere Anweisungen? Aufruf der Überwachungskamera Ruhig. Ziemlich genau da. Ach, die Tür war verklemmt, genau. So, Na dann. Anlauf und warten, bis du weg bist. Hep, hep. Okay, es sind doch zwei Sprünge knapp, aber. Gut, jetzt haben wir die Klimaanlage und jetzt kommen wir hier wieder raus. Da lang. Nein. Wie er gerade erstmal die Hand hebt, um das Teil zu machen, und ich einfach schon auf ihn zustürme und zweimal schieße. So, war was? Ja. So, Speichern. Ja, hier. Gut. Kurz Moment. Zur Okay, alles in Technik Ordnung. dann. So, passt. Zur Technik, okay. Technik. Und jetzt wird meiner für die Technik Ebene viel zu OP. Ich finde das so schön. Weil du viel MP hast, oder wie? So wird System Shock ganz schnell zu einem
Fast-Paced Shooter hier bei mir. Fast-Paced, weil ich so schnell bin. So, okay. Ich glaube, ich käme sogar durch den Bereich hier durch, ohne Schaden zu nehmen. 2, 3, 8 mal 9. Und knapp. So, ich glaube, jetzt müssten wir unten mit dem Schalter die Reaktorkontrolle umstellen können. Du hast einen Wal getötet. Oder Shodan. Hallihallo. Mach kaputt. Hab's. Ah. Ach, was? Spawnen jetzt hier überall. Ehrlich? Scheinbar. Wurde gerade angeschossen. Wo müssen wir denn hin? Das ist eine gute Frage. Ah, ich glaube, wir kommen jetzt in den, geh weg, Shodan. In den Shuttle-Bereich. Aber wo ist der? Hinter der Kugel R. Also vorne Kugel R ist links. Ja. Auf den Sack. Panzerbrechend. Das sind irgendwie auch, Maschinen, naja. Oh oh. Hä? So einen Bereich hatten wir schon mal. Das gefällt mir nicht. Was? Obwohl, das wird. Okay, das ist ein. Ich sehe schon, das ist ein Shot. Jo. Ich hab schon, weil ich erinnere mich nämlich an den Storage-Bereich aus dem Originalspiel. Ich weiß. Ich halte mich erstmal kurz auf, okay? Naja, tu dir das. Ach, ich glaube ich auch. Ich habe nur noch ein Leben. Ach, das reicht. Ich habe sogar momentan wieder 15 Mana. Ja, Mana. Wie kommst du dran? Ich hatte eine Mana-Spritze. Die wollte ich loswerden. Also habe ich sie gesoffen. Gesoffen. Nicht initiiert, nein, gesoffen. So macht man das. In die Zunge gesteckt, ja. Ja. Huch, ich werde durch die Gegend geschleudert. Weg, weg, weg. Lass mich in Ruhe. Ich glaube, so machen wir das. Ich lenk sie ab und du schießt drauf. Das klappt irgendwie gut. Klar doch. Was haben wir hier schönes? Upgrade-Anhalten. Tech. Ich kann mir aber immer noch das Upgrade nicht leisten, was du unbedingt von mir willst. Ich kann mir meins auch nicht leisten. Gut. Kann ich mir irgendwas leisten, was ich von mir will? Und auf dein, blödes, Dings einfach mal scheißen vielleicht, Irgendwie ja nicht. Was will ich denn eigentlich? Hacken macht eh keinen Sinn. Also doch, Hacken habe ich hoch genug. Reparatur brauche ich nicht. Modifikation auf 4 hoch. So. Weil ich dann nämlich meine Dings hier modifizieren kann. Und werde. Eventuell. Danke. Keine Ahnung, was dich das jetzt, was das jetzt gemacht hat, aber egal. Du warst auch noch, oder? Nee. Dann könnte ich jetzt deine Dings auch noch upgraden, glaube ich. Okay. Ich weiß nicht, also welches. Irgendeins von dir konnte ich, glaube ich, noch machen. Ich kann nur immer nur eins. Nur eins kann ich tragen momentan. Okay. Gut, dass das nicht. Das andere dann. Ja, das läuft. So, modifiziert. Okay. Wahrscheinlich nochmal viel mehr Schaden. The Docking Bay. Wenn man das Assault Rifle jetzt noch mehr Schaden macht, dann bin ich aber. Nein, du läufst offen. Geh wieder auf. Das ist zu. Die Tür ist auf. Bei mir. Mir ist sie zu. Was glaubst du, warum die Leute nicht auf dich schießen? Wenn die Tür zu ist. Geh mal wieder von der Tür weg und geh mal wieder dahin.
Ah. Ist das in Ordnung? Au. Woher kriege ich Schaden? Von oben. Ah. Die sind so leise. Die Prismen nehme ich ja gar nicht mehr mit, die brauche ich ja gar nicht. Reparatur 3, hier oben. Wo? Oh. Hier oben, die Treppe hoch. Ach, die Treppe hoch. Treppe? Wo? Leiter. Redundant. Okay. Da ist noch irgendwas hier oben, ne? Rutscht gerade hier mit dem Kinn über den Boden. Ja, Walkie-Talkies und so. Ein Gerät. Weltmodule. Das sieht gesund aus. Ja. Ein Raumschiff angedockt, okay. Das heißt, die Nightwalker wird wohl demnächst die anlocken. Trotz unserer aller Bemühungen. Ah, jetzt habe ich das Upgrade von mehr Munition. Aha. Jetzt habe ich nämlich mal eben so 72 Schuss im Magazin. Hm, nett. Ja. Shuttle Bay. Code. E-Boost. Ach ja, warum nicht? Code. Achso, haben wir den schon? Na, kann sein. Nö. Wir müssen erst woanders lang, wie es aussieht. 85314, schade. Was? Ja, ist gut. Oh, hier waren wir auch noch nicht, ne? Ja. Wieso ist hier Wasser? Wo? Von wo? Ach, da unten. Über dem Wasser. Apropos da unten. Mal schauen, was haben wir hier Schönes. Eine Seite. Explosion. Medikit. Einfach mal reinhüpfen, ne? Autoshot, ja, ist nicht gefährlich. Doch, wenn man auf der Kiste landet. Wenn man in der Luft ja nicht mehr steuern kann. Gut. Eine Hangar-Karte. Plansch, plansch, plansch. Ach nee, das war falsch. Den Escape-Pods musstest du. Bin grad da. Weg. Hast du im Wasser alles schon durchsucht? Ja. Okay. Da geht's nur wieder runter, ne? Ja. Ja, zum Hangar mussten wir. Hier ist doch bestimmt unten auch nochmal irgendwas. Ich wusste es doch. Nur wir haben alles in der Weltraum jetzt wieder hoch. Oh, sieht man hier so einen Schacht? Wird immer besser. Einfach schwimmen, schwimmen, schwimmen. Hier gelandet. Hier draußen. Nun denn. Ich schade, dass alle Escape-Pods schon leer sind, ne? Mhm. Ah, naja. Wo bist du gerade? Ich komme gerade dir zu den Escape-Pods hinten. Da brennt es irgendwo hinter dir. Hinter mir? Nö. Vor mir. Auch gut. Oh, ah ja.
Bitch. Ich mach grad jetzt ein bisschen Schießbodenkirmes. Ich schau gar nicht erst nach, ob in einem vielleicht was Gutes drin ist, ne? Ja, ist gut. Weil die, Objekte kannst du ja selber finden. Mhm. Lock. Was? Ah, lock? Lock. Okay. Ja. What the heck is that manky goose digging on the escape pod? And where the hell came all this yucky eggs from all of a sudden? I better get someone from research. Okay. Oh, ma'am, your acting skills. Hier geht's übrigens runter. Ich weiß. Ich wollte erstmal panisch oben rumlaufen. Das kann ich nämlich so gut laufen. Oh, da ist noch ein Ei. Jo. Und noch ein Lock. Gleich jetzt, oder? Ja. Who the hell blasted all the escape pods? I have an uneasy feeling, so I changed the code to the shuttle section to 45100. Gut, das ist genau der Code, den wir brauchen. Ja, ich höre trotzdem mich noch mal ein bisschen um hier.